hatte wahnsinnig eine Art Todesangst. Mein Herz hat geklopft, auch Stunden später habe ich noch gezittert am ganzen Körper. Ich habe gezittert, mein Herz hat gepocht, aber mir war in dem Moment nur, die Leute müssen raus. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Es war Wahnsinn. Mittlerweile sieht man dem Wintergarten kaum noch an, welch dramatische Szene es sich vor wenigen Tagen hier abspielt. Der Ostersonntag im Hotelgasthof Wasserschloss in Mittwitz läuft anders als geplant. Denn gegen 13 Uhr bekommen die Mitarbeiterinnen Susan Gordon und Tina Wiegleb-Motschmann unerwarteten Besuch. Drei Wildsäue rennen über den Spielplatz in Richtung Gasthof. Wir hatten dadurch, dass es halt sehr warm war, das Wetter, hatten wir hier eine Tür auf. Zwei von den drei Schweinen haben über die Terrasse randaliert, sind dann eine Kurve gelaufen und sind dann übers Gelände raus auf die Hauptstraße. Und eins ist halt dann hier in den Wintergarten rein. Sofort ruft sie bei ihren Kollegen in der Küche um Hilfe und schließt die Tür zum Wintergarten, damit das Wildschwein nicht noch in die anderen Räume vordringen kann. Das Schwein aber verfällt in Panik. Und dann kam ich hierher gelaufen und dann habe ich das Wildschwein eben hier auf dem Tisch neben dem Gast gesehen. Und der Gast hatte auch versucht, das Wildschwein an die Wand zu drücken, um es zu halten. Und dann bin ich hier rein. Meine Kollegin habe ich in dem Moment nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß nicht, wo sie war. Ich habe dann in dem Moment nur gedacht, wir müssen die Türen aufmachen, dass dieses Schwein wieder irgendwie rauskommt. Aber es war sehr schwierig, eine Tür aufzubekommen, weil die Gäste halt alle wild umeinander gerannt sind. Die haben geschrien, Kinder haben geschrien, die Tische waren schon verschoben. Ich habe die Tür ganz vorne, wo das Wildschwein in dem Moment war, nicht aufbekommen, da der Tisch sich halt vor die Glastür schon geschoben hat und ich die Tür nicht bewegen konnte. Aber in dem Moment hat sich das Wildschwein eben halt rumgedreht und ist über den nächsten Tisch drüber gesprungen und unter die anderen durch und war dann hinten im Eck an dieser Glastür gestanden. Zweimal rennt das Tier gegen die Scheibe in der Hoffnung rauszukommen, verletzt sich dabei und zieht eine Blutspur durch den Wintergarten. Tina Wiegleb-Motschmann kann sich langsam vortasten, muss über einen verschobenen Tisch steigen, um die Tür zu öffnen, durch die das Schwein letztlich entkommt und im Nirgendwo verschwindet. Was zurückbleibt, ist reines Chaos. Wir haben wirklich mehrere Stunden gebraucht, zu fünft hier irgendwie einigermaßen das provisorisch wieder herzurichten, weil wir waren ja eben für den Ostermontag waren wir auch wieder komplett ausreserviert. Woher die drei Wildschweine kamen und was sie ins Dorf getrieben hat, kann man derweil nur erahnen. Die Sauen, die waren halt wahrscheinlich da hinten, ist ein großes Feuchtgebiet und da haben die ihre Lagerstätten und da ist wahrscheinlich ein Spaziergänger vermutlich austreten gewesen und hat dann den Bereich, wo die Sauen da hinten in der Ruhezone liegen, betreten und hat die dadurch hochgescheucht. Und da sind die dann kopflos in alle Richtungen gestürmt und wahrscheinlich die Frischlinge dann in Richtung Ort und haben dann hier ihr Unwesen getrieben. Gefunden hat man die Tiere nach ihrem Besuch im Gasthof nicht mehr. Die Verletzung der Sau sei auch nicht gefährlich, so der Jagdpächter. Nur der Schock der Mitarbeiterinnen sitzt auch Tage später noch tief. Ganz schlimm ist es am Abend, nachts, wenn man dann halt ins Bett geht, macht die Augen zu und dann sieht man die immer wieder wie so ein Film vor sich. Also es ist ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt halt da den Gang herlaufe und in den Wintergarten rein. Ich sehe halt immer noch das Schwein da vorne an dem Tisch und man denkt dann immer, naja, es wird schon. Ich hoffe, es wird besser irgendwann. Also man hat aber ein mulmiges Gefühl. Ne? Ich hoffe, es war eine einmalige Sache. Glücklicherweise wurde an diesem Tag, bis auf kleine Schürfwunden eines Radfahrers, der auf der Terrasse von einem Schwein umgerannt wurde, niemand verletzt. Auf dem Schaden von rund 15.000 Euro wird der Gasthof aber wohl sitzen bleiben. Denn ein Wildschaden ist in der Regel nur in Autoversicherungen abgedeckt.